Nachdem die Plandampfveranstaltungen Dampf trifft Kies 1 und 2 große Erfolge waren, gab es im Jahre 2009 eine dritte Auflage. Dieses Mal nahm sogar die schnellste betriebsfähige Dampflok der Welt daran teil, die 18201. Den Anfang machen die 41L44 und 41L50 mit einem 300 Tonnen schweren Leerwagenzug. Wir sehen ihn hier bei der Durchfahrt Ettenhausen. Der absolut letzte Plandampf auf der Werrabahn von Eisenach nach Meiningen sollte eigentlich schon im Jahre 2007 stattgefunden haben. Da diese Strecke aber immer noch genügend Motive im Stile der alten DDR bietet, gab es vom 22. bis 24. Oktober die dritte Auflage. Dieses Mal wurden Güterzüge mit der Eisenacher 41L44 und der aus Nördlingen stammenden 41L50 gefahren. Unterstützung bekamen die beiden Dampfloks von der 52 80 79. Wir sehen hinter Bad Salzungen die 41L44 mit einem Leerwagenzug auf der Fahrt nach Walldorf.